So, wir kommen hier aus dem verschneiten Frankenwald bzw. Thüringer Wald. Ich stehe hier gerade zwischen Pferdschendorf und Steinbach am Wald. Mal sehen, was für ein Zug kommt, wenn überhaupt einer kommt. Es ist sehr schön, wie man sehen kann. Alles ist bedeckt mit Schnee. Ja. So, eine Baureihe 442. Grüße an den Lokführer zurück. Danke für die Hupe. Boah, das hat sich jetzt schon gelohnt. Es war eine Baureihe 155. Absolut nicht normal, krass. So, das hat sich doch jetzt schon gelohnt. Baureihe 155. Wirklich saukrass. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die heute noch sehe. Oder allgemein, dass ich die überhaupt noch mal sehe. Hat sich jetzt wirklich schon gelohnt. Und jetzt kam gerade eine 442 eben noch vorbei davor. Ja, die mit der Hupe. Das hat sich da schon gelohnt. Und jetzt kommt noch eine 155 vorbei. Also wirklich Hut ab. Richtig gut. So, da kommt ein ICE-1 aus Saalfeld. Beziehungsweise, nein, das ist sogar eine Leerfahrt. Das ist eine Messfahrt. Das ist noch seltener. Das ist noch seltener. Das war ein ICE-1, der nur... Da fahren keine Passagiere mit, das war eine Leerfahrt bzw. eine Messfahrt. Da fährt nur der Triebkopf mit, das ist noch seltener. So, Baureihe 442. Mit einer Lichthupe, vielen Dank, Grüße auch an den Lokführer. So, aus Saalfeld kommend eine Baureihe 442. So, und damit sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.